Hinter diesen Gittern sitzt Mohamedou Ouzlahi seit mehr als 12 Jahren. Er hat seine Erlebnisse aufgeschrieben. Am nächsten Dienstag erscheint das Guantanamo-Tagebuch. Es beschreibt zum ersten Mal den Alltag im Lager aus Sicht eines Häftlings. Ein Häftling, der 12 Jahre in Deutschland gelebt hat. Als er den ersten Brief aus Guantanamo schrieb, war sein Bruder in Düsseldorf geschockt. Keiner wollte das lesen. Also jeder sagt, nee, liest du, war echt hart. Da hat er alles in ein paar Sätze beschrieben, was er dann alles erlebt hat. Die Verhörmethoden in Guantanamo sind berüchtigt. Noch nie hat jemand das so beklemmend geschildert. Das Online-Magazin Slate veröffentlichte bereits Teile seiner handschriftlichen Notizen. Er übergoss mich mit eiskaltem Wasser. Meine Kleider klebten an mir. Es war so schrecklich. Ich zitterte wie ein Parkinson-Patient. Ich war praktisch nicht mehr fähig zu sprechen. Dieser Typ war dumm, denn er war buchstäblich dabei, mich auf langsame Weise hinzurichten. 20-stündige Verhöre, bellende Hunde, Reizüberflutung durch Lärm und grelles Licht, Demütigungen. Die Nächte habe er nackt in kalten Räumen schlafen müssen, dazu noch Isolationshaft. Und auch psychischer Druck gehörte zum Programm. Man drohte, auch seine Mutter nach Guantanamo zu bringen. John Götz ist Mitarbeiter des Rechercheverbundes von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Er hat einen der Chefverhörer Slahis, den sogenannten Captain Collins, getroffen. Er fand es absolut gerechtfertigt, dass man eine härtere Tour macht mit Slahi, dass die vorherige, also sanfte, kooperative Verhandlungsmethoden nicht funktioniert hat und dass diese härtere Verhandlungsmethoden eigentlich doch gut für Slahi war, weil es da zu Durchbruch kam. Captain Collins bestreitet aber, dass Slahi misshandelt wurde, während er verantwortlich war. Slahi, ein Mauretanier, war in den 90er Jahren zweimal in Afghanistan. In Guantanamo beschuldigte man ihn, Attentäter des 11. September angeworben zu haben. Heute gibt selbst die US-Regierung zu, dass Slahi von den Anschlägen am 11. September wahrscheinlich nicht mal etwas wusste.